Wie bereits angekündigt, schauen wir uns jetzt im zweiten Teil zu arithmetischen Folgen den Zusammenhang an zwischen einer arithmetischen Folge und zwischen einer linearen Funktion. Dazu habe ich hier eine arithmetische Folge gewählt mit dem Bildungsgesetz und habe mir mal die ersten vier Folgenglieder ausgerechnet. Diese Folge kennen wir jetzt mittlerweile eh schon, die habe ich im vorigen Video schon verwendet und erhalte hier die Folgenglieder 1, 3, 5, 7. Wir kennen bereits die Methode, wie ich eine Folge grafisch darstellen kann. Wir haben ganz am Anfang, wie wir mit Zahlenfolgen angefangen haben, gesagt, ich kann es entweder auf einer Zahlengeraden einzeichnen. Das ist eher das, was ich meistens bevorzuge bei Zahlenfolgen, wenn ich sie darstellen muss. Also 1, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt beim 1er ein Kreuz, beim 3er ein Kreuz, beim 5er ein Kreuz, beim 7er ein Kreuz. Und natürlich ganz wichtig, die Geschichten dann auch beschriften, dass man sich auskennt. Und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist es, in einem Koordinatensystem einzuzeichnen, sodass ich auf die X-Achse die Ns auftrage und auf der Y-Achse dann die Folgengliederwerte. Also die Werte der Folgenglieder. Beim ersten Folgenglied habe ich 1, das heißt, ich habe hier den Punkt oder das Kreuz bei 1, 1. Das zweite Folgenglied hat den Wert 3, also habe ich hier mein Kreuz. Das dritte Folgenglied ist bei 5, also habe ich hier mein Kreuz. Und das vierte Folgenglied ist bei 7, also habe ich hier mein Kreuz. Und was ich hier schon sehe, ist, ich könnte diese Kreuze miteinander verbinden und würde eine Gerade erhalten. Ich darf es jetzt natürlich nicht verbinden, weil Folgenglieder ja nur für n ist ein Element aus n Stern definiert sind. Ja? Und würde ich da jetzt eine Linie durchziehen, also so, dann würde ich ja suggerieren, dass es hier zwischen 1 und 2 ebenfalls Folgenglieder, also Werte gibt, also Folgenglieder gibt, die gibt es aber nicht. Ja? Das heißt, der große Unterschied ist einmal zwischen einer Darstellung von Folgengliedern in einem Koordinatensystem, von einer arithmetischen Folge und von einer linearen Funktion ist einmal der, dass ich es eben nicht verbinden darf bei der arithmetischen Folge. Bei linearen Funktionen natürlich schon. So, jetzt muss ich das wieder vervollständigen. 3, 5 und 4, 7 hat man. Was ich schon machen kann, ist, ich kann das K perfekt ablesen, wenn ich so darstelle, weil das ganz gleich funktioniert wie bei einer linearen Funktion. Ich gehe 1 rüber, 2 rauf und auch hier wäre das Delta Y. Das ist das Delta X, also kann ich auch hier sagen, k ist gleich 2 Eintel, also 2. Das funktioniert schon. Und deswegen, weil es eben auch diesen Zusammenhang jetzt gibt zwischen arithmetischen Folgen und linearen Funktionen, ist es auch so, wie bereits im vorigen Video angesprochen, wenn das k positiv ist, dann ist nicht nur meine lineare Funktion streng monoton steigend, sondern auch meine arithmetische Folge streng monoton steigend. Also am Pfeil nach oben und wenn das k negativ ist, dann ist meine Folge streng monoton fallend oder meine Funktion, meine lineare. Und wenn k genau 0 wäre, naja, dann ist meine Funktion sowie auch meine arithmetische Folge eine konstante Folge. Und das ist auch schon der wichtigste Zusammenhang. Also das Wichtigste, was wir mitnehmen, ist einfach, würde ich die Folgenglieder in einem Koordinatensystem anzeichnen. Und würde ich sie verbinden, was ich aber bitte nicht darf, dann würde eine Gerade entstehen und ich kann das k genauso ablesen, wie ich es bei einer linearen Funktion ablesen kann. Fertig. Da ich bei 1 zu nummerieren beginne und nicht bei 0, kann ich bitte das d nicht als Schnittpunkt auf der y-Achse ablesen, weil den gibt es bei unserer Darstellung nicht, sondern es ist einfach der Funktionswert an der Stelle 1. Also hier wäre das d. Ich muss mir quasi eine Gerade vorstellen, die durch x ist gleich 1 verläuft hier und dann kann ich hier das d ablesen, weil ich es ja quasi nicht durch 0 mache, sondern ich schiebe es ja 1 nach drüben, weil ich bei 1 zu zählen beginne. Gut, schauen wir uns noch abschließend eine Textaufgabe an. Da habe ich, wie ich gerade sehe, hier was zum Animieren vergessen, aber wurscht.
Und zwar, unsere Lucy trainiert für den Wiener City Marathon. In der ersten Trainingswoche rennt die Lucy eine Strecke von 5 Kilometer. Und mit jeder weiteren Trainingswoche möchte die Lucy die zurückgelegte Strecke konstant um 2 Kilometer erweitern. Es sei AN die Länge der Strecke in Kilometer, welche Lucy in der enden Trainingswoche laufen muss. Wir beginnen nicht bei 1 zu zählen. Es gibt die erste Trainingswoche, die zweite Trainingswoche. Es gibt keine nullte Trainingswoche. Deswegen gefällt mir das auch besser, wenn man bei 1 zu 10 beginnt bei Folgen. Begründe, warum es sich dabei um eine arithmetische Folge handeln muss und gibt das Bildungsgesetz ein. Naja, bei einer arithmetischen Folge habe ich ja quasi zwischen den Folgen, die dann immer einen konstanten Abstand und das steht hier. Ich erhöhe jede Woche, die Lucy erhöht jede Woche um 2 Kilometer ihre Strecke, das ist das K. Und am Anfang rennt die Lucy 5 Kilometer, das wäre das D. Und damit hätte man auch bereits das Bildungsgesetz, und zwar n-1 mal 2 plus 5 fertig. Ja? Das Argument, warum es eine arithmetische Folge ist, naja, weil zwischen den Folgengliedern immer der konstante Abstand 2 Kilometer ist. B. Welche Strecke muss Lucy in der 10. Trainingswoche zurücklegen? Naja, re rechne ich mir einfach das 10. Folgenglied aus. Ich rechne, setze in das Bildungsgesetz aus A die Zahl 10 ein für n, rechne mir das aus und komme auf 23 Kilometer. Und C. Der Wiener City Marathon hat eine Länge von 42.195 Meter. Also da kann die Lucy schon schön rennen. In welcher Trainingswoche rennt Lucy eine Strecke, die mindestens so lang ist? Also, wann ist unser AN das erste Mal größer gleich 42,195, weil ja Achtung, das muss ich in Kilometer umwandeln und das sind eben 250,195 Kilometer. Durch 1000 dividieren, ein Kilometer sind 1000 Meter, das wissen wir hoffentlich alle. Ja, und jetzt setze ich auf das Bildungsgesetz an und schaue mir, für welches n ist das erste Mal größer gleich 42,195. Eine ganz simple lineare Ungleichung. Ich rechne minus 5, ich rechne dividiert durch 2. Und dann rechne ich noch plus 1 und komme auf 19,5975. Wir vergessen bitte nicht, dass n natürlich nur eine natürliche Zahl sein kann. Das heißt, ich kann es nicht schreiben in der 19,5975. Woche. Sondern in der 19. Woche schafft es die Lucy noch nicht, aber in der 20. schon. Also da müssen wir bitte immer aufrunden in dem Fall. Immer. Selbst bei 19,01 müsste ich aufrunden, weil n größer gleich 19,01 eben erst die natürliche Zahl 20 ist. Die natürliche Zahl 19 ist noch zu wenig. Also ist die Antwort in der 20. Trainingswoche. Und damit ist dieses Video auch schon vorbei. Auf Moodle gibt es jetzt da ein Übungsblatt dazu. Wie ihr seht, arithmetische Folgen sind relativ easy cheesy. Und abschließend schauen wir uns dann noch zu Zahlenfolgen die geometrischen Folgen an. Die sind auch nicht wesentlich komplizierter als die arithmetischen Folgen.